In dem Video erkläre ich dir, wie ein Schwangerschaftsabbruch mit Medikamenten funktioniert, warum eine Abtreibung in Deutschland immer noch eine Straftat ist. Und am Ende vom Video kommt eine ganz tolle Frau, nämlich die Chefredakteurin der Apothekenumschau, hier zu Wort. Knapp 100.000 Frauen brechen pro Jahr in Deutschland eine Schwangerschaft ab. Und die wenigsten sprechen offen darüber, wollen darüber sprechen. Und längst nicht alle erhalten die medizinische Versorgung, die ihnen überhaupt zusteht. Weil wenn du das machst, dann droht dir im schlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe. Und es sind Tausende von Frauen, die am Anfang einer Schwangerschaft eben nicht zu einer schwangeren Konfliktberatung wollen und dann eben auch noch zum Arzt gehen. Viele kontaktieren dann Organisationen wie Women on Web. Das ist eine kanadische Organisation und die schickt dann ungewollt Schwangeren in mehreren Ländern hier auf der Erde tatsächlich Medikamente, mit denen du selbst zu Hause abtreiben kannst, alleine und dann eben mit dem Risiko, dich strafbar zu machen. Und viele gehen das Risiko trotzdem ganz bewusst ein. Warum machen die das? Hier in Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch immer noch eine Straftat. 2022. Und nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen bleiben die dann auch straffrei. Frauen müssen zur Beratung und der Abbruch, der muss dann vor Ende der 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden und natürlich von einem Arzt. Und über 2000 Frauen aus Deutschland haben Women on Web allein deswegen im vergangenen Jahr kontaktiert, weil die meisten Frauen wollen nicht so eine Odyssee machen. Hier zum Arzt, noch einen Anruf, wo du gepeinigt wirst, wo du dann eben nachfragst, ob da ein Abbruch möglich ist. Und da wirst du als Frau oft nicht verstanden und wirst dann eher merken, dass die dich abweisend behandeln in der Praxis. Und deswegen ist der vorgeschriebene Weg oft überhaupt keine Option. Stell mal vor, du musst diese Entscheidung treffen oder denkst darüber nach und dann wirst du auch noch angefeindet und verurteilt. Das ist so schwierig, hier Ärztinnen zu finden, die diesen Eingriff auch tatsächlich vornehmen, die das machen, weil der Schwangerschaftsabbruch wird immer noch im Strafgesetzbuch geregelt. Hast du Bock, kriminalisiert zu werden? Für sowas? Nee. Aber in unserer Gesellschaft, ja, da ist es natürlich ein Tabu und Frauen werden regelrecht angefeindet und die Abtreibungsgegnerinnen, die sind jetzt auch nicht gerade zimperlich und aus Angst verurteilt zu werden, sprechen die noch nicht mal im Freundeskreis offen über dieses Thema. Der Eingriff ist zwar rechtswidrig, aber straffrei. Legal ist er nur, wenn ein medizinischer oder ein kriminologischer Hintergrund vorliegt. Das ist zum Beispiel eine gesundheitliche Gefährdung oder eine Vergewaltigung. Mehr nicht? Nee, wirklich, mehr nicht. Viele Frauen fühlen sich dann in der Beratung auch sicherer, aber die meisten sagen dann eigentlich, naja, das Gespräch hat nicht wirklich einen Einfluss auf meine Entscheidung. Warum treiben denn Frauen ab? Die fühlen sich oft jung oder unreif und eine schwierige Situation mit dem Partner oder mit der Partnerin oder mit beiden ist dann in allen Altersgruppen eigentlich der Hauptgrund. Es gibt die internen Motive, weil du willst Autonomie bewahren. Du möchtest vielleicht nicht von außen bedroht werden und du hast einfach Angst oder du fürchtest dich und hast Schamgefühle, stigmatisiert zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese externen Barrieren, einfach die finanzielle Belastung. Kann ich das überhaupt schultern alleine? Oder bezahlt er mir das mit? Logistische Schwierigkeiten, Einstellung und das Verhalten vom Arzt, ganz, ganz wichtig. Oder jetzt hier im Rahmen des Kriegs in der Ukraine, der Aufenthaltsstatus. Und das macht mich verdammt nochmal sauer, weil das Strafgesetzbuch kann hier wirklich nicht das geeignete Regelwerk für Abtreibung sein. Warum hat man das nicht schon längst entkriminalisiert und zwar komplett? Warum soll ein ungeborenes Leben gegen die Mutter gerettet werden? Ich verstehe das nicht. Also, wie schaut es in der Praxis aus? By the way, Disclaimer, no advice, no medical advice. Bitte fragen Sie einen Arzt und oder Apotheker. Und ja, also nicht nachmachen. Du bekommst ein Päckchen mit den Abtreibungsmedikamenten. Das ist der erste Punkt. Zuerst mal ein Videogespräch mit der Ärztin, du wirst aufgeklärt, dann kommt es zum zweiten Call und der ist dann vor der Kamera. Und das erste Medikament nimmst du dann ein, das nennt sich Mifepriston, ist natürlich verschreibungspflichtig und es hebt die Wirkung von Schwangerschaftshormonen auf. Anderthalb Tage später, also 36 Stunden später, kommt es zum zweiten Medikament, das ist ein Präparat, das heißt Misoprostol und das sorgt dafür, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht. Ein Schwangerschaftsgewebe wird anschließend in Form von einer Blutung ausgestoßen, wie eine spontane Fehlgeburt. Und zu so einer Organisation ist dann klar, hast du nur per E-Mail Kontakt, das ist dann nicht mit Händchen halten. Das sind zwar offensichtlich sehr, sehr nette Leute, aber eben nur via Mail. Und du hast hier in Deutschland nur einen ganz, ganz beschränkten Zugang und gleichzeitig ist aber auch der Wunsch nach Privatsphäre. Ziemlich wichtig, oder? Also mir schon. Dass Frauen heute so verzweifelt sind, dass sie sogar das Risiko eingehen, sich strafbar zu machen, hat sicherlich auch was mit der Tabuisierung von Abtreibungen jetzt in Politik und auch in unserer Gesellschaft zu tun. Und das ist seit Jahrhunderten so. Keine Pointe. Was macht die Ampelregierung im März 2022? Hat die beschlossen, den Paragraphen 219a aufzuheben? Das ist ein Paragraph, der das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche
festschreibt und hat ziemlich harte Konsequenzen für die Behandlerin, weil Ärztinnen, die so einen Abbruch im Rahmen der Vorgaben anbieten, droht bisher eine strafrechtliche Verfolgung, wenn die öffentlich darüber informieren, über Ablauf und Methoden. Und das kann nicht sein, weil der Schwangerschaftsabbruch muss als medizinische Leistung einfach anerkannt werden und nicht als ein Handeln, das einfach bestraft werden muss. Das sagt auch die Bundesvorsitzende von Pro Familia. Pro Familia ist ein gemeinnütziger Verein, die haben mehrere Beratungsstellen in Deutschland. Ich habe da keine Aktien drin, habe aber unten das mal in der Box verlinkt. Ja, natürlich ist der Staat verpflichtet, das ungeborene Baby zu schützen. Man kann aber jetzt nicht einfach die Schwangere als Objekt zum Schutz vom Kind abstempeln. Das geht auch überhaupt nicht. Es geht ja auch hier um die Würde der schwangeren Frau. Die kann man nicht einfach zum Austragen der Schwangerschaft zwingen. Das geht heute nicht mehr. Ganz besonders dann, wenn jetzt eine Grenze der Unzumutbarkeit erreicht oder vielleicht sogar überschritten ist. Und zwischen diesen beiden ethischen Aspekten muss dann der Gesetzgeber abwägen, was macht er? Aufschieben und warten. Ob jetzt so eine Suche nach einer Ärztin und so einer Beratungsstelle erfolgreich verläuft, das hängt davon ab, einfach wo du wohnst. Das ist in Berlin oder in Pott sicherlich leichter jetzt als hier in Waldürn, in Baden-Württemberg, in Badisch-Sibirien, in Flächenstaat. Da haben Frauen häufig Probleme, in der Nähe eine Ärztin oder einen Arzt für diesen Eingriff zu finden. Wenn du dann die Mittel einfach auf Umwegen und illegal daheim und alleine zu dir nimmst, die du im Netz bestellt hast, dann ist es ziemlich blöd, du brauchst einen Eimer, falls du dich übergeben musst, falls du kotzen musst. Wahrscheinlich hast du auch Schmerzen, liegst mit Krämpfen im Bett und hast Angst, verdammte Angst. Selbst die WHO sagt, ein Schwangerschaftsabbruch kann auf dem telemedizinischen Weg eine Alternative sein mittlerweile. In Deutschland ist es dann im Idealfall im April 23 soweit. What the fuck? Die Politik, aber auch wir Heilberufler dürfen hier Frauen nicht allein lassen. Wir müssen denen ausreichend Gesprächs- und Hilfsangebote machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich würde Abtreibung nicht mehr als Straftat einordnen. Also ich würde sie komplett entkriminalisieren. Ich würde sie als normale medizinische Dienstleistung einordnen. Also das würde dann aber auch bedeuten, dass jeder und jede, die Gynäkologie als Fachrichtung wählt, sich hier auch entsprechend ausbilden lassen muss. Ob sie es dann anbieten muss oder nicht, weiß ich nicht genau. Aber zumindest, das ist ja auch was, wo es hakt. Jeder muss quasi das zumindest können. Wobei ich jetzt gesundheitspolitisch nicht so bewandert bin, um zu sagen, ob das tatsächlich politisch möglich wäre, was ich jetzt als Drittes sage. Ich würde mir wünschen, dass nicht ganze Kliniken ihrem Personal vorgeben können, dass das bei ihnen nicht geht. Ich verstehe, dass das eine Form von Gewissensentscheidung ist, aber dass ganze Häuser dann ja auch keine Gewissensentscheidung draus machen, sondern das von oben oktroyieren, dass bei ihnen grundsätzlich keine Abtreibungen angeboten werden, obwohl vielleicht manche Ärztinnen und Ärztinnen sehr wohl dazu bereit wären, das finde ich nicht okay. Das ist ja dann auch keine Gewissensentscheidung mehr, das ist eine Entscheidung der Klinikführung. Und ich glaube, dass sich damit viel von alleine verändern würde. Entkriminalisieren heißt vielleicht auch endlich enttabuisieren, heißt, dass Ärzte sich auch, ich meine, die müssen sich ja teilweise auch selber rechtfertigen dafür, dass sie das anbieten. Es fühlt sich natürlich vielleicht auch für einen Arzt oder eine Ärztin besser an, wenn sie was anbietet, was nicht kriminalisiert wird.